Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Diablo 3. Wir beginnen gleich wieder mit Quasseln. Ich habe alles verkauft, was ich hatte, nur um über die Runden zu kommen. Ich danke euch für alles, was ihr getan habt. Aber ich muss gehen. Caldeum war nie eine Heimat für mich. Es war ein wunderschönes Gefängnis. Ich mag dort draußen auf den Straßen sterben. Aber es wird unter freiem Himmel geschehen, während sich die ganze Welt vor mir erstreckt. Oh, wie romantisch. Du hast voll den Schuss. So, auch Hedwig hat was Neues zu sagen. Fragt ihr euch manchmal, was jetzt in Caldeum geschehen wird? Ich hoffe, dass die Menschen dort ihren Weg finden werden. Ashara wird dort sein, um den Frieden zu wahren. Ich hoffe nur, dass sie beim Wiederaufbau weise vorgehen werden. Ich habe gesehen, welchen Schaden Leoric und Diablo in Tristram angerichtet haben. Ich bete, dass Caldeum nicht das Gleiche losereilt. So, ich habe übrigens die Truhe aufgerüstet noch zweimal. Für jeweils 10.000. Und jetzt kann man anscheinend noch ein neues Lagerfach kaufen für 100.000 Gold. Also relativ unrealistisch, dass wir es demnächst bezahlt bekommen. Hier unten habe ich alles, was ich meinem Zauberer geben möchte, falls das irgendwie geht. Ich hoffe, dass das geht. Wenn ich mal mit einem Zauberer anfange, möchte ich ihm die Gegenstände hier alle geben. Das ist alles, was auf Intelligenz ausgelegt ist. Also eigentlich alles, was ein Zauberer braucht. Der Krimskrams hier ist dann für andere, ja, für andere Versuche zu spielen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich irgendwie mir selbst die Gegenstände geben kann. Aber ich weiß noch nicht ganz, vielleicht geht es über das Auktionshaus oder, ich weiß es noch nicht ganz. Kriegen wir aber noch raus irgendwann. Wenn nicht, frage ich mal im Forum. Oder ihr schreibt es unter, wäre auch mal was Feines. Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land befreit und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen. Genießt diesen Moment, denn morgen geht der Kampf weiter. Keine Zeit, sich auszuruhen. Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung. Der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker. Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten. Und da, wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde. Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt in die große Bibliothek von Caldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen. Okay, hier können wir mit dem Karawanenmeister scheinbar weiterreisen. Ich kann jederzeit aufbrechen. Lasst es mich wissen, sobald ihr bereit seid. Ich werde erstmal gucken, ob noch irgendjemand hier irgendwas Neues zu erzählen hat. Ich habe jetzt mal kurz den Schuft genommen, um mal mit dem Templer, den Templer mal auszuquetschen, was der so zu erzählen hat. Ich weiß kaum etwas über euren Orden. Wurdet ihr als Templer geboren? Nein. Unsere heiligen Schriften sagen, so wie der Bauer den Weizen erntet, so muss auch der Orden das Unkraut jäten und es läutern. Wir haben einen ähnlichen Psalm. In allem sollt ihr nach Gleichgewicht streben. Ohne die Flut bleibt nur die Dürre. Und wo es kein Unkraut gibt, herrscht auch Hungersnot. Wenn ihr tatsächlich ein Unkraut seid, Templer, dann habt ihr solch ein Gleichgewicht gefunden. Nicht alle können so stark sein wie ihr. Ich war es ganz sicher nicht. Ihr habt von den Sünden eurer Vergangenheit gesprochen. Sie werden auf euch lasten, bis ihr über sie sprecht. Ich kann es euch nicht sagen. Beichtet mir eure Sünden. Ich kann helfen, euch davon zu befreien. Ihr missversteht mich. Wir sind buchstäblich nicht in der Lage, uns unserer Vergangenheit zu entsinnen. Die Inquisitoren haben mir meine Sünden und meine Erinnerungen an sie entrissen und mich gereinigt zurückgelassen. Ich möchte mehr über euren Orden erfahren. Weshalb verbieten sie euch, eine Vergangenheit zu haben? Unsere Initiation macht uns blind gegenüber unserer sündhaften Vergangenheit, damit wir die Zukunft klarer sehen können und für die letzte Schlacht gewappnet sind. Und wie löschen sie diese Erinnerungen? Ich wurde an eine Wand gekettet und geschlagen. Am dritten Tag wurde ich vor Schmerz und Hunger wahnsinnig. Dann fing das Auspeitschen an.
Man sagte mir, dass ich alle meine Vergehen noch einmal durchlebte. Alles, das mir einst vergiftete Freude bescherte. Die Peitsche nahm mir diese Freude. Sie nahm mir die Sünde und reinigte mich. Das klingt mir nicht nach dem Weg zur Erleuchtung. Man erreicht diese nur durch Disziplin und die vollendete Beherrschung des Selbst. Versteht ihr denn nicht? Der Templerorden versucht, die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Was ist denn schon mein Schmerz im Vergleich zu diesem Ziel? Ja, sicher, dass er bei den Templern gelandet ist und nicht bei denen mit den ganzen Gummimasken über den Kopf. Wenn sie ihn auspeitschen und... Im Grunde wird die Welt vom Chaos regiert. Wir müssen unser eigenes Gleichgewicht finden. Ein edles Ziel. Ihr stimmt zwar zu, doch ihr versteht nicht. Um Gleichgewicht zu finden, müsst ihr alles sehen. Kann es sein, dass womöglich keine Sünden auf euch lasten, die es zu vergessen gibt? Dass man euch möglicherweise belogen hat? Es wäre eine Lüge zu sagen, dass mir das nicht auch in den Sinn gekommen ist. Wäre es jedoch wahr, würde dadurch alles zunichte gemacht, wofür ich je gekämpft habe. Alles! Ich habe über das nachgedacht, worüber wir geredet haben. Und ihr habt recht. Ich weiß kaum mehr über meine Vergangenheit als das, was der Orden mir gesagt hat. Aber was macht das schon? Seht doch, was sie für mich getan haben. Sie haben mich in eine lebendige Waffe verwandelt. Ein Licht gegen die Finsternis. Wenn ihr euch der Vergangenheit nicht stellt, werdet ihr nie Frieden finden. Ich wüsste gar nicht, wie ich anfangen soll. Wie soll ich Erinnerungen suchen, die mir genommen worden sind? Meditation kann die Geheimnisse des Geistes entschlüsseln. Vielleicht habt ihr recht. Ich werde einen Weg finden, meine Erinnerungen zurückzugewinnen und meinen Orden zu entlasten. Die tun ja glatt so, als wären Mönche nun was Besseres als Templer. Mir ist eine Möglichkeit eingefallen, meine verlorenen Erinnerungen zurückzubekommen. Aber sie ist gefährlich. Ich muss euch bitten, mir etwas zu versprechen. Sollte ich rückfällig werden, worin auch immer meine alten Sünden bestanden, müsst ihr mich töten, so wie ich Yonda getötet habe. Ihr habt mein Wort. Was jetzt? Ich habe ein Tagebuch bei Yondas Leiche gefunden, geschrieben in einer uralten Geheimschrift der Templer. Ich kann es übersetzen, aber das wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Vielleicht finde ich Hinweise auf meine Vergangenheit, wenn ich mehr über seinen Verrat lerne. Die Worte eines Verräters sollten euch keine Angst machen. Yonda war einst ein Mann des Glaubens, der dem Templerorden die Treue geschworen hatte. Was, wenn er etwas entdeckt hat, das dazu führte, dass er sich selbst verraten hat? Es macht keinen Unterschied. Ich muss es trotzdem tun. Ich habe einen seltsamen Abschnitt aus Yondas Tagebuch übersetzt. Lange bevor er anfing, Magda zu dienen, hatte er etwas in einem staubigen Folianten gefunden, das er Schlüsselwörter nennt. Er schreibt, dass, als er diese Wörter las, Erinnerungen aus seiner Vergangenheit zurückkehrten, um ihn zu quälen. In diesem Moment hat er angefangen, dem Orden zu misstrauen. Aber er schreibt nicht, warum. Ich bin bereit, diese Wörter zu lesen und meine Seele zu riskieren. Aber ich möchte, dass ihr etwas versteht. Ich weiß, dass ich jederzeit sterben könnte. Wenn das geschieht, darf nicht der Hauch eines Zweifels bestehen, dass ich dem Licht diene. Es liegt keine Sünde darin, sein Gleichgewicht zu suchen. Wir werden uns dieser Finsternis in euch gemeinsam stellen. Danke, meine Freundin. Aber bitte, erinnert euch an euer Versprechen. Es ist jetzt langsam so ein Seven of Nine und Tuvok miteinander über Logik sprechen. Ich bin bereit, diese Schlüsselwörter zu lesen. Ich werde umblättern. Wie seltsam. Das sind ganz einfache Wörter. Wörter, die ich noch nie in einem Zusammenhang... Ah, ich kann alles sehen. Wasser auf einem Blatt. Eine brennende Hütte. Licht in den Augen meiner Mutter. Es soll aufhören. Es wird langsamer. Ich kann... Oh, nein.
Nein! Ich war ein junger Mann. Ein vielversprechender Soldat der Westmark. Der Orden hat mich rekrutiert. Sie haben mich belogen. Mir falsche Sünden aufgeladen. Warum glaubt ihr, haben sie das getan? Ich weiß es nicht. Aber ich bin sicher, dass sich Yonda deshalb vom Orden abgewandt hat. Er war ein Narr. Der Großmeister weiß mit Sicherheit nicht, was seine Inquisitoren getan haben. Wenn ich mit den Folianten zurückkehre, wird er sie für ihre Sünden bestrafen. Bitte, ich muss über das alles nachdenken. Dann denkt man noch ein bisschen nach. Ich bin mal wieder in Caldium, um zu gucken, was hier so los ist. Und irgendwie scheinen die mich hier übelst zu feiern. Ha, wie auf dem Weg zur Arbeit fühlt man sich hier. Alle grüßen einen und freuen sich, einen zu sehen. Sag ich ja, wie auf Arbeit. Ja, da bist du endlich. Hier, Arbeiter. Die Zukunft sieht dank euch nicht mehr so trist aus. Edelfrau. Ich danke euch für das, was ihr getan habt. Ich wünschte, meine Gefährten hätten das noch erleben können. Ich weiß, dass sie jetzt in Frieden ruhen werden. Wir haben jetzt storymäßig eigentlich schon 10-mal mehr erlebt, als in Diablo 2 ein gesamter Story vorhanden war. Jetzt kehrt Caldeum mit Sicherheit zu seinem alten Glanz zurück. Na gut, Diablo war eigentlich nie so ein storylastiges Spiel. Ich weiß gar nicht, warum die das plötzlich so... Unsere Retterin. Ohne sie würden wir uns noch immer in dieser dreckigen Kanalisation verstecken. Du siehst aus wie aus Two Worlds. Darüber wollte ich mit euch reden, mein Herr. Jetzt, wo wir sicher sind, findet ihr nicht, dass ihr langsam nach Hause gehen solltet? Ich denke nicht. Die Situation ist in den letzten Tagen etwas außer Kontrolle geraten. Wir alle haben Dinge gesagt, getan. Dinge, die wir bereuen. Aber dank euch liegt das alles jetzt. Man sagt, der Dämon, von dem der Kaiser besessen. Ihr seid eine wahre Heldin. Oh, wie geht's jetzt hier in den Palast, oder? Wir wollen mal gucken, ob hier wieder was zum Lesen. Oh. Hier kann man auch wieder ein bisschen quatschen. Da haben wir auch ein bisschen was verpasst, bestimmt. Danke, dass ihr unsere Stadt wieder zur Vernunft gebracht habt. Jiran und ich verdanken euch unser Leben. Jiran? Das wäre dann wohl ich. Wir haben uns während der Bombardierung zusammen versteckt, in einen Erdspalt gedrängt. Wir hatten ausreichend Zeit, uns näher kennenzulernen. Er hat heldenhaft die ganze Nacht meinen Körper mit seinem eigenen abgeschirmt. Und er hat mir ganz reizende, nicht gerade salonfähige Geschichten erzählt, um mich zu beruhigen. War mir ein Vergnügen, meine Dame. Ja, Belial entlarvt. Die Eisenbürger. Ja, gut. Also irgendwo sind wir hier die absoluten Könige, wa? Ich wusste ja immer, dass der Kaiser von diesem Dämon besessen war. Ja. Das erklärt alles. Ich wusste es auch von vornherein. Alles in Richtung der brennenden Höllen. Mich war... Stimmt allerdings nicht, dass ich es wusste. Dennoch ist das Ganze hier blind. La la la. Danke, dass ihr uns von diesem finsteren Dämon befreit habt. Ah, da raus wollen wir nicht. Yeah, Kinder kriegen wir auch gleich. Iceman. Gucken wir doch mal im Palast, was da so los ist. Das Ding ist eigentlich kaputt gegangen im Hauptkampf. Das scheinen die ziemlich schnell repariert zu haben. Na gut, dann geht ab in die Stadt. Dann denke ich mal, wenn wir jetzt, wenn hier nicht noch ein Buch liegt, nö, dann werden wir den Akt beenden. Ich kann jederzeit aufbrechen. Lasst es mich wissen, sobald ihr... Juhu! Boah! Krass ist das lang, das Spiel, wenn man alles erforscht. Ich bin ja schon ruhig.
das alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Caldeum ist von Belial und seinem Blendwerk befreit. Nur Asmodan bleibt. Er schickt seine Armee aus, um vom Herzen des Ariad-Kraters anzugreifen. Die Bastion ist alles, was noch zwischen uns und dem sicheren Untergang steht. Ich werde nicht zulassen, dass sie fällt. So, mit diesen Worten möchte ich mich dann auch aus dem Part verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Diablo 3. Bis dann, euer Nobby.